Klar, nach dem Winter fällt die Leute daheim die Decken auf den Kopf. Ich versteh's ja. Aber so wie sich manche Ausflügler aufführen, da meinst du wirklich, die Decken hat ihr Hirn erschlagen. Manche meinen wirklich, nur weil sie jetzt kommen, rollt der ganze Ort einen roten Teppich aus. In solche Charakterproben wie jetzt gerade, da merkst du es ganz deutlich. Es gibt einfach egoistische Dreckhammen. Ah, ich park einfach bei den Bauern da. Das Geilste ist ja, die schammer sie nicht einmal. Nein, die diskutieren auch noch rum und beharren auf ihrem Recht. Ja, von Privatgrund steht hier nichts, also Schnauze. Sonst lass ich dich enteignen, du Almöhi. Wir bringen ja schließlich das Geld in die Region. Wir haben ja nichts außer Land. Du, egal ob Corona oder nicht. Solche Ego-Preisen braucht kein Mensch. Gerade nicht bei einem Ausflug, wo es eh schon eng wird. Hauptsache Recht haben, gell? Du, die drohen ja sogar mit dem Anwalt. Oder gleich mit der Faust. Nee, das ist mein Platz. Hab ich online reserviert. Was? Ja, wir können das auch nonverbal lösen. Liebe Leid, ich weiß, die Gemüter sind erhitzt. Das ist eine Belastungsprobe für uns alle. Also bitte versucht's doch, miteinander auszukommen. Und provoziert's euch nicht die ganze Zeit gegenseitig. Die beste Tracht für einen Preisen ist immer noch eine Trachtprügel. Du, aber manche Einheimische sind ja auch nicht besser. Ich meine, einen Ausflügler mit dem Mittelfinger oder gleich mit Schläg zu begrüßen, ist ja auch keine Art, oder? Einen haben sie ja sogar angespuckt. Wenn sie jetzt alle zusammenreißen, dann klappt das auch. Und am Ende warnt auch keiner. Also, schönen Ausflug, Harry die Ehre. Mach doch mal die Kettensäge aus. Ich bin im Call. Anzeige ist raus. Ich mache jetzt eh grad Mittag. Also, halt dein Mai und hock dich her.